Willkommen zu Altes Live am Strand mit Schildkröten im Gepäck. Gepäck. Genau. Und Daniel hat doch eine getötet. Nee, das stimmt nicht. Nee, 20 Ich Stück habe sogar. die gestreichelt, dann ist sie eingeschlafen. Oh. Dann habe ich die jetzt hier zum Laster getragen. Ah, okay. Ja, wir müssen die jetzt irgendwie noch zu Mr. Fong bringen. Go, go, go. LZ haben sie hochgenommen gerade, haben irgendwie 2 Millionen an Drogen konfisziert und es kam gerade eine Meldung, die Zentralbank wird ausgeraubt. Das heißt, alle Polizeikräfte sind angehalten, dann sich sofort zur Zentralbank zu bewegen. Das kommt uns natürlich zugute, Ja, dann würde ich mal denn sagen, let's go. ja, wir Ja. fahren jetzt, ist immer ein bisschen blöd aus dem Schilf rauszufahren, man sieht immer nichts. So, jetzt. Lol, aus dem Schilf raus. Dann können wir nämlich kurz mal Mr. Fong markieren. Voll die Mafia hier, Mr. Fong, wo ist er denn? Da, bei Atira. Mr. Hammer Fong! nice. Mr. Fong. Der klingt auch schon so, als würde er frische essen. Oder was macht er mit den Schildkröten? Ja, also du kannst da auch Schildkröten kaufen, irgendwie für 20.000, aber das ist wohl noch ein Fehler. Das sollte wohl Schildkrötensuppe sein, die dann Durst und Hunger zugleich auffüllt. Boah. Wir waren jetzt nicht allzu lange, wir haben irgendwie 50 Stück drin. Das müssten so um die 500.000 sein, wenn der Preis noch ein bisschen gestiegen ist. Also der Maximalpreis für Schildkröten ist 12.000. Und eben war er auf 9. 9.000. Da noch mehr Wagen wurden konfisziert. Alter. Ah, da Fahrzeugmunition, die sind mit Helmet und Boxen drauf gefahren. Ja gut, das ist natürlich, also für die Einheit, die das hochnimmt, ein schöner Verdienst heute Abend. Weil wenn Drogen Ja. konfisziert werden oder Schmuggelware, so wie Schildkröten und so, das kriegen die Polizisten direkt Cash auf die Hand. Boah, als Lohn quasi. Nur das teilen die dann untereinander auf. Ich glaube, sollte man Also. nicht so direkt über den Berg fahren, oder? Ja, so macht Nee. man auch Geld, wa? Fahr den nicht zu Schrott jetzt. Das ist ein gepanzertes Fahrzeug, den kriegst du nicht so schnell Das kaputt. hat er schon mal gesagt. Naja. Weißt du Dann noch? ist er übers Stoppschild gefahren. Nee, jetzt komm, zeig's uns. Fahr doch über den Zaun, Patrick, komm. Nee, so ist so eine Lücke. Ach nee, doch Oh, nicht. oh. Lol. Auf einmal schreit er, aussteigen, aussteigen! Nee. Ich habe auch ein Reparaturkit dabei. Ja, wenn bei Mr. Fong gleich was los ist, überfallen wir die, ne? Da Das ist wird ja wohl nichts klar. sein. Ja, da wird aber nichts sein. Wie er immer alles weiß, ne? Ja. Das ist schon der dritte Zaun Jetzt jetzt. Sound, bam, einfach umgemäht. Jetzt hier, Mauer, Alter. Mauer. Oh Gott. Oh, jetzt hab ich auch Schiss, lol, die nächste. Alter. Patrick, mach keinen Mist. Nein, alles gut. Jetzt hier. Oh Komm. Gott. Eins, zwei, Alter. drei. Der Boah. Bauer wird sich freuen. Oh ja. So, aber da war definitiv schon mal wer. Oh, die Mauer ist ein bisschen zu hoch. Na Ach wohl, komm, Challenge. nehmen. Ja, Challenge, Challenge. komm. Weil das Tor hier schon umgefahren ist. So, und ihr geht jetzt bitte und verkauft so schnell wie möglich. Also hier, wo früher der Diamanthändler drin war, quasi. Ja, stimmt, das kenne ich irgendwo her. Schnell, bevor der Boss das sieht. Dann sag mir Schnell. mal, wie der Go, go, Preis go. ist. Lol, der ist ganz klein. Ja, Schildkröten, mein Freund. 9000. Ja, ist okay. Wenn ihr euch dann immer 10 Stück rausnehmt und dann kriegt halt einer eine mehr. Nee, gar nicht. Der eine kriegt 6, der andere 5. Also wir sind hier eigentlich safe jetzt. Die Polizei hätte uns vorher abfangen müssen oder zumindest hier rein verfolgen müssen, um was unternehmen zu können. Ja. Ist klar, dass du die 6 nimmst, ne? Ja klar. Weiß ich habe kaum noch Knete, Ja, nee, ist Junge. okay. Luzi ist da halt ein bisschen sparsamer, ne? Ja, was heißt sparsam? Er hat halt den Heli zerschrottet. Ach ja, Meiner stimmt ja. ist halt noch in der Garage, beziehungsweise auf dem. Ach ja. Hard S. Ja.
Ja, guck mal, siehst du, was der macht? Drück jetzt mal hart ist. Seid ihr fertig? Ja, na klar. Ja. Ja. Wie viel habt ihr jetzt auf der Tasche? 225k. 235. Ja. Das heißt, die Waffe ist drin. Erstmal Update. Genau, also die Karre war jetzt nicht randvoll, ne? Wir haben jetzt halt, weiß nicht, wie lange haben wir zwischen der Aufnahme jetzt gewartet? 20 Minuten oder so? Nein, ich glaube ein bisschen mehr. Können wir ein andermal mal voll beladen? Oh, Oberarschpenner hatte ich auf YouTube abonniert. Achso. Oberarschpenner? Ja. Party! Zielgruppe, sagst du? Ich finde die Hupe von dem Gerät ja einfach total geil. Und ist total leise auch. Ach, wir sind ja wieder hier. Ja, der ATM ist rechts um die Ecke. Also ja, wissen wir doch. Ich bringe das Auto mal weg und dann können wir eins machen. Dann spawnen wir mal einen Kavala und machen noch ein bisschen Schabernack. Oh, Alter, ja, komm. Hä? Ah, der andere, Luzi, das ist nur noch eine Attrappe, wo du hingelaufen bist. Lol. Was soll das denn jetzt? Verarschen die hier einfach den Luzi, ey? Hammerfett. Weg ist es. Lol, Luzi, wenn du jetzt stirbst, ne? Ja, ich schlag so. 2-2-0. Mal gucken, was 0, kostet 0. Der denn zum Ausparken hier? 1,4. 45.000, das ist eigentlich okay. 0,5. Das heißt, da können wir wieder ein bisschen Scheiße bauen. Ich hab auch nur noch 2 Millionen. Was total, wo die Polizei so richtig drauf steht, ist, wenn man am Kavala Marktplatz mit Knicklichtern schmeißt. Echt? Nee, nicht wirklich, aber es macht super Spaß. Nehme ich mir jetzt mal. Alter, ach, ich habe Goldbarren, ne? Ich habe ja noch Geld. Ja, aber das ist in der Bank und die haben ein Riesengewicht. Also ich glaube, du bräuchtest, um die komplette Zentralbank auszurauben, 5 oder 6 Hammets voll. Läuft. Läuft. Lass mal hinschwimmen, Luzi. Gehen wir zur Zentralbank? Na komm, gehen wir zu zweit, oder? Schaffen wir, locker. Go. Ja, machen wir. Mit dem Anzug. Also du brauchst dazu, meine ich, eine Sprengladung und ein Brecheisen. Kriegst du beides beim Rebellenhändler. Weil du musst nämlich die erste Tür musst du knacken und die zweite musst du aufsprengen. Okay. Ich gebe dir einfach einen Uppercut, dann ist die Tür weg, ey. Ja gut, Luzi, ne? Boss-like. Ich glaube, kein Problem. So, Quatsch. Ich mach mal abbrechen und spawn in Kavala. Okay, machen wir das auch. Komm, machen wir auch. Ja, machen wir auch, komm. Lol, da der ist gestorben. Stopp. Erstmal Waffe wegpacken, oder? In den Rucksack? Ja, auf jeden Fall. Oh. Lol, Luzi. Und dann Z-Update drücken und dann. Z-Update machen? Boah, kann ich nicht. Kann ich erst in 5 Minuten machen. Ja, dann ist nicht so schlimm. Passiert echt? Halt, Daniel, weißt du? Passiert halt. Ja gut, komm. Challenge? Liegestütze, Challenge. Warum connectet der bei mir? 1. Ah, jetzt. 2, 3. Pass auf deine Beine auf. 4. Abbrechen. 5. Achso. Trennen, sagst du? Jetzt bin ich ganz alleine hier. Einmal abbrechen, einmal trennen und dann gleich wieder rechts unten auf okay und dann easy going. Kannst du halt läuft. Du bist in Kavala gespawnt. Wo sind wir denn? Wo treffen wir uns in Kavala? Marktplatz. Da geht doch was los. Da geht was los. Aber ich hole mir noch ein SUV vorher. Alle umfahren? Nee, damit ich abhauen kann, wenn es Stress gibt. Schon geil, wie schneller verbindet. Ah doch, jetzt macht er. Mein Quad holen noch. Boah, dauert das lange? Ja, es hat bei mir auch gerade ein bisschen gedauert. Empfange Daten. Daten! Komm, wir machen einen Datensong. Kavala. Bananen so. For free, meinst du? Treffen wir uns Garage, Luzi? Wo alt wie das lädt, ja. Schildkrötenpreis geht gerade nach unten. Ja, weil wir Pros sind. Go. 300 Meter durch Kavala im Tauchanzug. Boah, hallo, empfange Daten, was ist los hier? Ach. Boah. Das ist das Beste, was mir je passiert ist. Das Gefühl ist aus der Kiste raus.
Es tut so gut, wenn es einfach nur lädt. So. Alter. Da machen wir natürlich auch die Karte auf erstmal. Und gehen zum Marktplatz. Marketplace, Marketplace, Market, Market. Darf man an der Garage jemanden töten? Patrick? Was? Wo in Kavala darf man jemanden töten? Hier, Luzi, guck mal. Was denn? Was war das denn? Knicklicht. Ich wollte dir das aber eigentlich ins Gesicht schmeißen und da mal stehen. Ey! Ich hab gar keine Knete dabei. Boah, Luzi, kannst du mir Geld mitbringen? Ich bin bei Kavala. Auf dem Markt. Hier ist doch ein Markt. Auf dem Marktplatz ist doch. Ja, ich wollte ein Auto haben. What? Du hast doch irgendwie so viele Karren. Ja, aber ich habe kein Geld dabei, um die auszuparken. What the fuck? Hier bei Alis Ausrüstung kriegst du die. 13 Stück sollten reichen. Dann können wir hier mal Razzi beschmeißen. Genau, eine Mütze geworfen. Kann ich was überweisen? Ah ne, wenn ich überweise, ist es auf der Bank. Na, jetzt bin ich schon hier. Okay. Und schauen, muss ich mal kurz ausruhen. Was bringt das denn überhaupt? Mach doch mal, Patrick. Er hat sich gesehen. Lol, wo liegt denn das jetzt? Gut, die geben mir ein Autogramm. Ah, nee, die geben mir ein Autogramm. Erst geht er ab, der Entschuldigung, wer sind Sie? Bin ich Daniel? Ich bin nicht Daniel. Sollen wir ihn aus Kavala rausführen und erschießen? Daniel, ey! Daniel! Oh, ey, bitte! Oh, Luzi, ah! Oh, guck mal, so, was machen wir jetzt hier? Ja, wir gucken, hier geht's gleich bestimmt ab, weil jetzt gleich Server restart und hier trollen eh mal rum. Darf man hier schießen? Nee. Ah. Beste Frage immer. Ja, kleinen Moment mal. Ich gucke mal kurz. Du siehst ganz geil aus in deinem Taucheranzug. So, bitteschön. Luzi, wollen Sie ein Autogramm? Dann folgen Sie mir bitte. Gib mir meinen Quad wieder! Alles klar. Guck mal, wie das Quad kaputt geht, wenn du da ein Dings drauf schmeißt, Alter. Echt? Boah, D-Abo. Boah, D-Abo, ey. Ja. Oh. Mein Gott. D-Abo. Wo gehst du hin? Auto holen. Ja, dann bleib ich im Marktplatz, Junge. Lol. Du brauchst so eine Karre, Alter. Nee. Wir bleiben eh auf dem Marktplatz, oder? Ja, aber trotzdem, wenn was ist oder so, kannst du abhauen. Ja, du bist doch der beste Fahrer. Ja, sicher, Alter. Komm nicht so auf hier. Mein Marktplatz, ja. Meine Äpfel. Ich weiß nicht, das muss wahrscheinlich unheimlich Spaß machen für die Leute, sich einfach hier hinzustellen, Scheiße zu labern. Ich weiß nicht, Aha, aha, guck mir schön. Guck mal, keine Ahnung. Schon wieder in meinen Rucksack rein. Ich brauch nochmal 5000, ich brauch nochmal 10 Knicklichter hier. Jan. Wie lange möchtest du noch auf diesem Server? Ja, leuchten die auch irgendwie, oder? Ja, im Dunkeln gehen die richtig ab, ja. Jan, soll ich mal kurz ins Modbüro gehen, dann bist du weg. Ja. Kannst so viele Geräusche machen, wie du willst, das bringt nichts. Weil in deinem Zoll auch immer Leute schlagen können. Also aber der Jan, der guckt andere Leute an. Ja, hier, der Kojan, der hat so ein geiles Arma-Tutorial rausgemacht für Anfänger. Da wird alles erklärt. Ja. Ja, dann gibt's die Pferde T, dann noch oben. Hallo! Mama! Kannst du mir Geld geben? Ah, Kojan, du wolltest mir das Geld geben, ne? Wer ist Kojan? Patrick, sorry. Willkommen im Roleplay. Ich bin der Herr Racho. Ja, Herr Racho. Ich komme gerade vom Tauchen und ich habe halt nur gesehen, dass Sie, Herr Jan, ziemlich viel Terror hatten in letzter Zeit. Jetzt lässt er den Kopf wieder raushängen. Einen schlechten Start wahrscheinlich.
Entschuldigen Sie, Herr Rachow, Sie sind hier aber kein Cop. Ich weiß nicht, was Sie hier jetzt so einen Ton anschlagen. Ja. Hören Sie mal, wir Bist leben hier du, alle Alter? Als Bürger von Altis auf einer Insel. Ja, und wenn ich quasi Ach, bla bla bla, bla. Auf dem Markt komm, wieder Spaß haben. Ja, Spaß haben. Mich entsprechend zu verhalten. Noch Munition? Na klar. Sollen wir in ein Auto setzen Volker. Und dann zu dritt rausfahren und exekutieren? Volker, exekutieren. Wer ist eigentlich dieser Kojan? Wir reden immer alle von dem, wer ist das? Ich glaube, das ist so ein abgefuckter YouTuber, der irgendwie im Internet immer Videos hochlädt. Was ist denn YouTube? Seit wann gibst du auf altes Internet? Ich dachte, das wäre erst kein Internet zu Hause. So, ihr Bongo, sag mal, kennt ihr eigentlich YouTube? Ja. Was ist YouTube? Was ist das? 5,0, den habe ich abonniert. Kennst du ihn? Irgendwie geht mir die Szene hier gerade auf den Sack. Dieses Internet gibt's doch erst gerade mal in Amerika, oder? Hier auf altes Universum. Clipfish, Jungs. Ja, Satelliten-Internet. Ich hab gehört, das war ganz schön viel Geld, oder? Ja, Satellit. Ja. Steig ein, Lutz. Was geht denn da jetzt ab, ey? Ja, kein Plan, lass mich irgendwie Spaß haben. Oh. Ein bisschen Spaß muss sein. Du hast ein paar tolle Fischaufnahmen gemacht. Rechts, links? Ramm mal den Quad da. Was soll ich damit machen? Rammen. Nee, vergiss es, das ist ein Banngrund hier. Hast du kein Schwert nicht gesehen? Oh, erst mal gucken, ob beim Bananenfeld jemand ist. Das ist er gerade da. Pass auf den Blitzer auf. Lol, 100 in der Stadt. Lol, der Blitzer. Fuck, fuck, fuck. Ah, nee. Ja, 6 Strafpunkte, ey. Noch 2 Punkte und meine Führerscheine werden mir entzogen. So nice. Lass noch mal, was machst du? Schaff ich das noch bis dahin, bis 50? Ja, bin schon drüber. Go, go, go. Das ist ein Bongo. Komm, einer geht noch. Passfoto oder was? Ja, klar. 40, 50. Immer schön in die Kamera gucken. Go, 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 go. Was? 50.000? Ja, seid ihr beknackt oder was? Boah, das hat ihr schon wieder gemacht. Dafür haben 5 Schildkröten ihr Leben lassen müssen. Ihr Leben gelassen, ja so rum. Ja, okay. Nee. Lol, beides. Pass auf. Ey! Lol! Hab ich gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich muss, glaube ich, hier weg. Wir fahren ein Auto. Sollen wir dich abholen, Patrick? Ich hab so ein bisschen Angst, wenn du Auto fährst. Ach, Quatsch. Ja, ich weiß wieso. Oh. Noch nie was passiert. Ich habe noch keinen Führerschein mehr. Warte, Patrick. Es sind noch 600 Meter. Bin ich in 20 Sekunden. Oh, ich bin wieder heiß wegen dir. Oh, Alter. Ramm den mal. Oh, ich bin jetzt mal geblitzt. Schon wieder. Gar keine Meldung mehr. Hoffnungsloser Fall, meinst du? Wo bist du, Patrick? Der weiß. Ja, du müsstest das doch am Hexagon sehen. Er hat mich auch schon wieder gefunden hier, der Jan. Er war notiert. Warte mal, jetzt mach ich mal ein bisschen Randale hier. Mal sehen, ob er dann abhaut. Lass ihn mal mitnehmen und dann echt irgendwo exekutieren. Alter! Da hab ich sie doch gefunden. Ich hab gar keinen Hexagon mehr. Ich auch nicht. Hier ist so gerade was gewesen. Oh, Polizei! Polizei! Alter! Ich hab das direkt gesehen, hier? Ey. Was ist das denn? Ist die Karre abgeschlossen. Mr. Brown. Alter, ey. Hi, Mr. Brown. Willst du mitfahren, Patrick? Nein, du kannst drin bleiben. Das ist alles gut. Mr. Brown. Kenn die auch noch. Achtung, Quad. Wollen wir reinkommen oder die Tür blockieren?
Warte, was geht jetzt hier ab? Die Waffe runternehmen. Boah, Alter, wie kannst du es wagen, ne? Dreckiger Nigger. Oh, bitte was? Ey, mach auf, Daniel. Das ist Mr. Brown, du weißt. Du weißt, was. Oder gib mir den Schlüssel immer, wenigstens. Ja, genau, jetzt werde ich ausgenockt. Hast du abgeschlossen? Ja. Gut. Komm, steig auf. Ach ja. Was soll das denn hier? Hi, Mr. Brown. Die Bärenbande. Na, Pflaster Rhyme. Ja. Was soll das hier? Gorgias! Ah, Gorgias. Na, könnt ihr mir schon denken, dass es euer Auto ist? Ja, ne? Hi! Ich ein Autogramm. Hast du ein Papier und einen Stift da? Von wo du herkommst. In meinem Zimmer. Hammer geil. Von okay. Überfällen. Ja, was machen wir denn jetzt hier? Alan Grant guckt zu. So. Und fotografieren. Hallo, Moin. Ja, wir waren auch bestimmt schon 10-mal heute im Modbüro. Alter, Achtung. Ja, noch vom Quad. Ja, Alter. Hi, Patrick. Komm mal vom Quad da runter, Alter. Alter. Ey! Ist es ein Bahngrund, wenn man hier jemanden erschießt, Patrick? Ja, einfach so. Gott, ey. Das ist mir jetzt echt zu blöd, ey. Will jemand mitfahren? Boah! Nee, aber ich würde sagen, wir beenden jetzt die Folge. Alter, du Bombo, verpiss dich. Ist, Lass schreien, ey! Nicht du, Luzi, vergiss es, ich hau ab hier. Alter! Ah, jetzt kommt er mit daher, ey. Ja, lass mal hier beenden. Ja, ich glaube, es ist genug Action und hier Kavala spawnen ist immer scheiße. Kavala ist nur Action, ja. Das ist so furchtbar. Also am besten immer irgendwo anders spawnen und dann ein Auto ausparken und das machen, was man machen möchte. Wollt ihr noch mitfahren? Ich komme noch mal vorbei. Nee, ich bin jetzt raus. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Daisy, nee, Altes Live, 19... Alter. Wie immer ja, Mr. Brown dabei, genau. Irgendwie in jeder Aufnahme. Also vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschö.